Die Losung heute steht im Prediger 9, Vers 10. Alles, was dir vor die Hände kommt, es zu tun mit deiner Kraft, das tue. Ein interessanter Vers, gell? Alles, was dir vor die Hände kommt, das tue. Und die Begründung im zweiten Teil ist auch ganz interessant. Die habe ich nicht vorgelesen oder vorgesagt, weil da wird angedeutet, wenn du tot bist, kannst du das nicht mehr tun, was du vielleicht tun willst oder solltest. Es gibt Dinge, die wir unbedingt tun sollen, und es gibt auch Dinge, die wir nicht tun sollen. Eine sehr große Weisheit, ne? Aber ich denke, es ist klar, dadurch, dass Gott uns so geschaffen hat, dass wir auch die Fähigkeit haben, bekommen haben, leider auch durch den Sündenfall, zu unterscheiden zwischen Gut und Böse, können wir sehr wohl auch erkennen, was wir tun sollen oder was wir nicht tun sollen. An einer Stelle hat Jesus selber mal diese Frage geklärt, ohne in einzelne Details zu gehen. Aber da wurde mal gefragt in Bezug auf die Gebote, also welche soll man tun, was muss man halten und so. Und da hat er zur Antwort gegeben, du sollst Gott lieben, von ganzem Herzen, mit ganzer Seele und mit deiner ganzen Kraft. Und deinen Nächsten wie dich selbst. Also das sollen wir immer tun. Und da möge uns der Herr auch die Kraft und die Freude und die Bereitschaft dazu geben. Und das tut er auch. Von ganzem Herzen, ganz sicher. Im Neuen Testament, da haben wir dann auch eine Aussage, die uns ermutigt und hilft, aus dem Römerbrief. Der Apostel Paulus schreibt da, 12. Kapitel, Vers 11, seid nicht träge in dem, was ihr tun sollt. Seid brennend im Geist und dient dem Herrn. Also auf gut Deutsch gesagt, seid nicht faul in dem, was wir tun sollen. Und wir sollen auf jeden Fall brennend im Geist sein. Und auch das ist etwas, was Gott bewirkt und uns dazu auch befähigt, weil er es ist, der den Geist ausgießt und ausgegossen hat. Nur, wir wissen es ja auch, und das steht ja auch in der Schrift, man kann auch den Geist dämpfen. Und das geschieht einfach, ja wirklich einfach, indem man Gott ungehorsam ist. Indem man auch Dinge tut, die man nicht tun soll, von denen man auch weiß, unehrlich sein, egoistisch, neidisch, Hinterrücksreden, unendlich viele Dinge gibt es da, die wir nicht tun sollen, von denen wir es auch wissen. Aber wir kriegen Gottes Weisheit und durch seinen Geist auch die Fähigkeit, die Dinge zu tun, die wir tun sollen. Also das, was am Allernächsten anliegt, ist Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Und dazu wünsche ich dir wieder Freude und Kraft und Freiheit. Gott segne dich. Musik.